Ein kleines Gedankenspiel. Was würde man fahren, wenn man mit finanzieller Unabhängigkeit gesegnet wäre? Also so viel Geld hat, dass man sich darüber nie wieder Gedanken machen müsste. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn kauft man Rolls-Royce, dann gilt man als abgehoben. Kauft man Bentley, wird man vielleicht für einen Gangster-Rapper gehalten. Unser Tipp? Kaufen Sie einen Mercedes. Und zwar einen S63 AMG, weil der geht immer und überall. Der Test. Wenn man schon alles hat und eigentlich nichts mehr benötigt, dann betritt man das Reich der Lustkäufe. Hier regieren große Namen und große Wagen. So wie das Mercedes S63 AMG Cabrio. Eigentlich ist dieser Benz schon weit weg von dem, was man allgemein als Mercedes wahrnimmt. Man fährt bereits in einer völlig eigenen Klasse. Das S63 AMG Cabrio ist irgendwo neben Bentley und Aston Martin einzuordnen. Luxus trifft auf Leistung. Von beidem gibt es nicht zu knapp. Die AMG-Mannen verbauen im S63 ein V8-Aggregat mit 5,5 Litern Hubraum und 585 PS Leistung. Das reicht für satte 900 Newtonmeter Drehmoment, die bereits einen Hauch über dem Leerlauf anliegen. Viel Hubraum, viel PS, viel Drehmoment. Ein edler Cruiser für den großen Auftritt, möchte man meinen. Klar, das S63 AMG Cabrio ist definitiv zum Cruisen fähig und das satte Blubbern des V8 lullt einen förmlich ein. Doch wehe, wenn man das Gaspedal vehement Richtung Bodenplatte drückt. Dann sollte besser ein Rennfahrer wie Hannes Danzinger hinterm Steuer sitzen. Denn der S63 AMG ist trotz all seiner Leistung noch immer eine S-Klasse. Und somit recht groß und nicht zwingend ein Leichtfuß. 2,2 Tonnen Kampfgewicht verteilen sich auf über 5 Metern Länge. Nichtsdestotrotz springt der große AMG in unter 4 Sekunden von 0 auf 100 und bei 250 km/h ist elektronisch begrenzt Schluss mit Beschleunigung. Die Rennstrecke ist definitiv nicht der Mittelpunkt seiner Komfortzone. Aber das S63 Cabrio kann auch hier durchaus überzeugen. Eine kundige Hand mal vorausgesetzt. Ja, und trotz dieser AMG-Power von 585 PS kombiniert mit 4MATIC Allradsystem ist das Auto ganz einfach zu fahren. Man hat natürlich sehr viel Leistung, aber man hat natürlich auch die Sicherheit einer S-Klasse. Ganz recht. Das S63 AMG Cabrio ist nicht nur eines der intelligentesten, sondern auch eines der luxuriösesten. Schließlich sitzt man noch immer in einer S-Klasse. Daran ändert auch die auf Bedarf nie enden wollende Kopffreiheit nichts. Feinstes Leder trifft auf edelste Hölzer. Cabrio-typisch wird das Innenleben gerne zur Schau gestellt. Man sitzt dem S63 AMG quasi in der Auslage. Trotz all des Luxus fühlt man sich nie wie ein störender Fremdkörper, sondern immer weich und sanft umarmt vom typischen Mercedes-Gefühl. Für einen Preis von mindestens 220.000 Euro darf man sich aber auch ein wenig Heimeligkeit erwarten. Ja, Mercedes AMG S63 in der Cabrio-Version. Der Spaß an dem Fahrzeug ist einfach, man hat alles in einem. Man hat die AMG-Power, man hat den Komfort einer S-Klasse und ich kann das Dach aufmachen und kann offen fahren. Unser Go-Fazit zum Mercedes S63 AMG Cabrio. Das S63 AMG Cabrio ist kein Auto für Schüchterne. Es ist ein Fahrzeug für echte Kerle. Echte Kerle mit Hang für Luxus und vor allem einem prall gefüllten Bankkonto. Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben. So ein Mercedes S63 AMG Cabrio, das ist traumhaft, aber wird auch für viele ein Traum bleiben, denn es ist unleistbar vom Preis her für die meisten Menschen. Deswegen muss man aber nicht auf ein Mercedes Cabrio verzichten. Ich suche mir nämlich ein günstigeres mit der Willhaben-App. Also meine App starten, Mercedes, ich gebe ein SL, also komme ich auch zu den günstigeren SLCs, ehemals SLK, und da kommen schon einige. So, ich nehme gleich mal den hier. SLC 180, Baujahr 2017, 1000 Kilometer am Tacho. Ist nicht billig, aber noch immer recht günstig, weil fast neu. 47.900 Euro, ist brillant blau-metallig, sehr gut ausgestattet, hat immerhin das AMG-Paket. Ja,
Es hat der geilste Motor, aber es geht hier weniger um Power, sondern eher um ein bisschen Luft um den Scheitel. Hat rote Gurte, das ist gewöhnungsbedürftig, aber das kann man durchaus mögen. Mir gefällt's. Gefunden habe ich ihn in der Willhaben-App. Der Opel Ampera e als Elektroauto hat eines gemein mit einem ganz normalen Benziner und Diesel, nämlich er steht auf Reifen. In diesem Fall sind es Eco-Safer-Reifen, also die helfen dem Auto auch beim Energiesparen. Diese Reifen bringen unheimlich viele Vorteile fürs Auto, aber auch einen kleinen Nachteil. Der Jack. E-Mobile, egal ob man sie nun mag oder nicht, werden wohl bald nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken sein. Sie werden dank Steuerzuckern und immer größeren Reichweiten auch tatsächlich immer attraktiver. Damit das Elektroauto wirklich für jeden Einsatz gerüstet ist, wird von der Autoindustrie verstärkt in alle möglichen neuen Technologien investiert. So soll auch in Zukunft der Individualverkehr gesichert sein. Doch bei all dem Hightech und Gestromer finden sich an allen Elektroautos dann doch noch recht klassische Reifen. Außer, dass sie in ihren Abmessungen ein klein wenig anders sind. Also zwei Besonderheiten sind bei Elektroautos. Elektroautos brauchen natürlich Reifen mit einem extrem niedrigen Rollwiderstand, um eine möglichst hohe Reichweite, Kilometerleistung mit einer Elektroladung zu erreichen. Das macht man, indem man große Reifendurchmesser nimmt, aber sehr schmale Laufflächenbreiten. Damit ist der Rollwiderstand sehr gering. Aber Elektroautos haben meistens auch ein sehr hohes Gewicht, was den Reifenverschleiß vorantreibt, und der Elektromotor hat ein sehr hohes Drehmoment. Das heißt, die Kräfte, die auf die Reifen einwirken, sind auch höher und plötzlich einsetzender als bei einem Verbrennungsmotor. Ein hohes Fahrzeuggewicht und hohes Drehmoment führt also zu höherem Verschleiß der Bereifung. Dabei darf man aber nicht alle Elektroautos über einen Kamm scheren, sondern muss Fahrzeug und Nutzen in die Rechnung mit einbeziehen. Die Laufleistung von den Reifen bei Elektroautos ist sehr stark davon abhängig, welches Elektroauto das ist, ob es zum Beispiel ein Tesla ist mit 2 Tonnen Eigengewicht und einer sehr hohen Motorleistung oder ob es ein Renault Twizy ist, der viel, viel leichter ist und viel weniger Motorleistung hat. Und natürlich von dem, wie das Fahrzeug eingesetzt und gefahren wird. Die E-Mobilität verliert aktuell immer mehr den Schrecken der mangelnden Reichweite. Aber beim Verschleiß der Reifen muss wohl noch ein wenig weiter getüftelt werden. Und jetzt geben wir ein wenig Gummi, und zwar in den Radkästen des Skoda Octavia Kombi. Denn den gibt es jetzt auch ein wenig rustikalisiert als Scout-Variante. Häuptling Vierauge ist also bereit für einen Wanderausflug. Doch wie weit kommt man denn eigentlich mit dem Scout im Gelände? Wir haben es ausprobiert und ihn durch ein Offroad-Gelände gejagt. Der Test. Es führt kein Weg daran vorbei. Der neue Skoda Octavia muss sich strecken, und zwar in die Höhe. Denn Herr und Frau Österreicher lieben den Scout-gerufenen Allradkombi der Tschechen. Rustikal im Auftritt und vehement im Antritt. So mag man das in der Alpenrepublik. Um es klar rauszusagen, fesch ist er geworden. Er ist unserer Meinung nach sogar ein wenig schöner als der reguläre Octavia-Kombi. Was ein wenig Kunststoff und mehr Bodenfreiheit so ausmacht, ist schon erstaunlich. Beim bloßen Schminken bleibt es natürlich nicht. Der Scout ist nämlich mehr als nur ein Ausstattungspaket. Der neue Skoda Octavia Scout unterscheidet sich vom Serien-Octavia durch eine leicht erhöhte Basis um 30 mm. Er hat dadurch natürlich auch erhöhte Offroad-Eigenschaften. Er ist auf der Straße sofort erkennbar durch seine Anbauteile, die rund ums Fahrzeug beplankt sind. Er hat einen serienmäßigen 4x4-Antrieb, ja, genau richtig fürs Offroad. Gelände, und er ist zu haben mit Motoren zwischen 150 und 184 PS. That's the way it's done. Offroad-Eigenschaften, hört, hört! Mit dem Begriff Offroad sollte man sorgsam umgehen. Denn schlussendlich ist der Skoda Octavia Scout noch immer ein Kombi. Allerdings ein äußerst talentierter. Denn auch wenn er dich nicht bis zum Gipfel bringt, in Sichtweite des Gipfelkreuzes kann man mit seinen Fähigkeiten schon durchaus fahren. Fahren wir mal hier ins Rondell mit dem neuen Skoda Octavia Scout. 60% Steigung. Zu Fuß tut man sich da schon etwas schwer. Mit dem neuen Scout ist das machbar bis zum Maximum. Kommt ihm natürlich zugute, dass er gegenüber seinem Vorgänger nun eine
30 mm breitere Spur hinten hat, sorgt natürlich im Endeffekt auch für mehr Sicherheit. 60% Seitenneigung, respektable Achsverschränkung, Bergabfahrhilfe. Wir sind durchaus beeindruckt. Klar, hier wird der Scout im absoluten Extrem gezeigt und ausprobiert. Um bei der Wahrheit zu bleiben, werden wohl die meisten Scouts maximal mit feuchten Waldwegen in Berührung kommen. Ihr Potenzial bleibt also meist unausgeschöpft. Doch beruhigend zu wissen, dass er es auch könnte, wenn er mal müsste. Beim Interieur hält man sich mit Offroad-Folklore dankenswerterweise zurück. Hier bekommt man Skodas ohnehin recht gefällige Designsprache serviert. Haptik und Optik sind sehr gut. Auch die Ergonomie ist vorbildlich. Nackt fühlt man sich hier bestimmt nicht. Der neue Octavia Scout ist bereits bestellbar und wird ab Anfang Juni beim Händler stehen. Er hat ein umfangreiches Serienangebot. Das heißt also, alle Helferlines, die im Offroad-Bereich nötig sind, wie XDS Plus, also die elektronische Differentialsperre und die automatische Bergabfahrhilfe, sind bereits serienmäßig inkludiert. Hinzu gesellen sich ein überdurchschnittlich hohes Raumangebot, mindestens 150 PS und der serienmäßige 4x4 Allradantrieb. Und natürlich zum Schluss der Preis. Skoda-typisch, ein wunderbares Preis-Wert-Verhältnis. Wir befinden uns bei einem Einstiegspreis von 34.760 €. Unser Go-Fazit zum Skoda Octavia Scout. Der Scout ist ein talentierter Allrad-Kombi, der durchaus einstecken kann. Hübsch im Auftritt, sehr gut bei der Verarbeitung und beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell wohl der beste Deal. Für heute war es das auch schon wieder mit Go, das Motormagazin. Aber wer von uns nicht genug bekommen kann, dem empfehle ich unseren YouTube-Kanal oder zum Plaudern unsere Facebook-Seite. Denn dort sind wir für Sie da, und zwar 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Nichtsdestotrotz, für heute ist genug. Fix ist aber, wir sehen uns nächste Woche wieder. Da freue ich mich schon drauf. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Es wird elektrisch mit dem E-Golf. Und wir nehmen Platz im neuen Seat Ibiza. Also unbedingt einschalten. Go, das Motormagazin. Powered by Turmöl. Tankbare Preise.